Herzlich willkommen zurück zu Riven. Ja, okay. Ich habe gleich mal drei Ankündigungen. Davon sind zwei sehr wichtig. Also wäre es mir lieb, wenn ihr das nicht überspringt oder so. Und zwar gleich zu Anfang. Ich hatte einen sehr, sehr langen Tag hinter mir. Also wenn ich jetzt irgendwie verplant bin oder irgendwas gleich im Spiel übersehe oder so, ist das deswegen darauf zurückzuführen. Ja. Trotz, dass es jetzt schon so spät ist und ich wollte halt einfach das nochmal so ein bisschen zum Abschalten jetzt mich in diese Welt begeben, habe ich gerade nochmal getestet, das mit dem Mauszeiger. Das ist der zweite Punkt. Ich habe es gerade mehrmals ausprobiert und der bleibt immer hängen. Und interessanterweise bleibt er eigentlich schon an diesem Bildschirm hier hängen. Ich habe ihn bisher noch nicht bewegt. Ich werde ihn jetzt mal bewegen. Seht ihr das? Wahrscheinlich nicht. Keine Ahnung. Ansonsten sagt mir, was ich gerade gezeichnet habe. Naja, ich werde es ja in der Bearbeitung sehen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Und ich schätze, dass er, also jetzt die letzten Male jetzt beim Test, war er dann nämlich auch immer in der Mitte festgehangen. Bei unserem ersten Mal war er ja unten rechts. Ich schätze, dass es daher lag. Ich hatte hier dann auf Spielen geklickt beim ersten Mal. Dann kommt ja das Intro und so. Und habe ihn direkt runtergezogen. Vielleicht war er deswegen dann halt unten, weil ich halt dann so schnell noch reagiert habe. Keine Ahnung. Es ist so, er ist ja nicht irgendwie, ich finde es merkwürdig, er ist ja nicht steif, fest, er ist zwar, er hängt zwar an dieser Position fest, aber er bewegt sich ja mit, also je nachdem, in welche Richtung ich mich drehe zum Beispiel, oder auch bei diesem, ich habe es jetzt beim Test gemerkt, wenn der Zip-Modus auftaucht, dann ist da auch, dann halt der Blitz. Und also ich, wie gesagt, ihr könnt euch das jetzt entscheiden. Das ist jetzt halt der saure Apfel. Ich meine, wir haben das Spiel zum Laufen bekommen, ich habe es zum Laufen bekommen, sagen wir es so. Das ist jetzt vielleicht der saure Apfel, in den wir beißen müssen. So wie mir die eine Abonnentin, Zuschauerin geschrieben hat, dass sie keinen Ton hat. Das ist natürlich ein saurerer Apfel. Das ist jetzt halt ein saurer Apfel für euch. Für mich natürlich nicht, weil bei mir bewegt sich der Mauszeiger ganz normal mit. Jetzt ist die Frage, ich könnte ihn einmal komplett ausblenden. Also bei der Bearbeitung dann. Dann habt ihr gar nichts zum Sehen. Müsst ihr euch entscheiden. Oder ich lasse ihn drin, je nachdem, wo er halt dann festhängt, keine Ahnung. Und ihr seht dann wenigstens, in welche Richtung ich mich drehe oder wie sich halt der Mauszeiger zum Beispiel verändert. Ich denke, wenn zum Beispiel ein Hebel kommt, dann wird er sich auch wieder als, ja, Hebelhand verändern, dass ich das halt festhalten kann. Und dann seht ihr ja, wenn ich dann also einen Hebel zum Beispiel ziehe, dann seht ihr ja, wie der Hebel sich dann auch bewegt im Spiel. Keine Ahnung. Müsst ihr sagen, wie gesagt, was für euch besser ist. Vielleicht ändert sich das auch nochmal. Wenn ich nochmal ein bisschen mehr Zeit habe, werde ich auch nochmal ein paar Testungen durchführen. Keine Ahnung. Was noch? Lasst mich nachdenken. Ja, ich glaube, zum Mauszeiger war es das jetzt erstmal. Also, ja, entscheidet euch dann einfach, ob ich ein ausmachen soll oder drin lassen soll. Ich denke, es ist besser, wenn er drin bleibt, weil ihr dann halt vielleicht noch die Richtung und so seht. Aber vielleicht nervt es euch dann auch einfach. Keine Ahnung. Es ist halt blöd, weil zum Beispiel bei Amnesia oder so habe ich ja auch keinen Mauszeiger, aber ich kann mit meinem kleinen Pünktchen oder so, kann ich mich halt genauso darauf ausrichten, wo ich gerade hinschaue und kann euch dahingehend halt was zeigen. Hier kann ich es dann nicht machen. Ich kann euch nur was erklären, zum Beispiel, was ich gerade meine. Das hat mich halt auch genervt jetzt bei der Bearbeitung dann, als ich zum Beispiel da aus diesem Fahrstuhl raus, vor diesem Felsspalte, da sieht man ja oben dann so eine Brücke. Und da habe ich natürlich mit dem Mauszeiger drauf gezeigt, habe gesagt, oh, schaut mal hier oder so. Und das geht da bestimmt dann weiter und keine Ahnung. Ja, da müsst ihr halt dann gute Augen haben, weil ich. Oder mit dem Propeller, genau, weil bei der Rakete, ja, bei diesem Fahrgeschäft-Dingsbums da habe ich auch so gemacht, so wegen Hubschrauber. Und da habe ich halt meinen Mauszeiger oben als Hubschrauber. Blatt halt verwendet. Ja, langsam werde ich überdreht. Das liegt an meiner Übermüdung. Gut, ist ja auch wurscht. So, zum dritten Thema jetzt noch kommend schnell. Wichtig, wichtig, wichtig. Das habe ich im letzten Part nur in die Beschreibung gepackt, weil ich einfach, ja, beim Spielen das total verplant habe, nochmal anzumerken. Und zwar Spoiler. Also nochmal ganz kurz jetzt mündlich hier im Part. Diejenigen, die das Spiel nicht kennen, die den gleichen Wissensstand zum Beispiel wie ich haben, also 0 von Riven, beziehungsweise jetzt 0,3 vom letzten Part, ja, und vielleicht dann also auch Mist schon kennen oder auch nicht, je nachdem, sind herzlich eingeladen, hier komplett rigoros mitzurätseln. Natürlich ohne in eine Komplettlösung zu schauen. Wenn jemand, der das Spiel nicht kennt, in eine Komplettlösung schaut, mir zu irgendwas die direkte Lösung schreibt,
ist der sofort geblockt. Da gibt es keine Verwarnung mehr, ich bin da nicht mehr höflich, nichts mehr. Das hat sich jetzt erledigt. Das war ich lange genug bei vielen Sachen. Wenn jemand das Spiel schon kennt, zum Beispiel, und das Gleiche macht, ist er auch geblockt. Also da gibt es auch gar nicht. Also sogar wenn ich an einem Rätsel hänge und sage, hä, wie komme ich jetzt hier weiter? Schreibt jemand direkt die Lösung hin, Ende Gelände. Gibt es gar nichts zu regeln, ja? Wenn ich nach Hilfe frage und jemand kennt das Spiel oder so und ich frage nach Hilfe, heißt das auch nicht, dass derjenige mir direkt die Lösung einfach hinpostet, sondern er gibt mir einen Hinweis, eine Richtung, wo ich selber nochmal nachdenken kann, wo andere Zuschauer nochmal nachdenken können. Ja, also da für die Leute, die bei mir damals auch Mist geschaut haben, da verweise ich auch nochmal zum Beispiel auf die ganz tollen Kommentare von Motherless Rebel. Ich hoffe, er, sie taucht nochmal auf. Ich hatte mal gesehen, dass derjenige seinen Kanal gelöscht hat. Ich freue mich, dich bald wieder begrüßen zu können. Hoffe ich doch mal. Also das sei da hingewiesen zu imjenigen, ich sag ja, ne? Ich bin echt fertig, Leute. Das waren schöne Kommentare. Er kannte das Spiel, aber er hat nie irgendwie direkt eine Lösung gepostet. Ja. Okay, so, jetzt starten wir. Habe auch schon. Warum ist meine Uhr? Warum ist meine Uhr falsch? Welche Uhr geht jetzt richtig gerade? Die. Interessant. Mein Wecker hat eine falsche Zeit. Wie geht das? Bin ich jetzt gerade verplant? Leute. Warum ist mein Wecker? Erste, erste. Steht. Okay, der ist wohl komplett runtergefahren irgendwie. Da ist wohl mal. Hä? Na gut, also mein Wecker sagt gerade, wir haben den 1.1.1.19 Uhr. Aber ganz ehrlich, 1.19 Uhr, das stimmt sogar fast. Also davon mal abgesehen. So, jetzt legen wir aber los. Okay. Gut, und zwar, was mir direkt aufgefallen war, als ich, glaube ich, Kommentare beantwortet hatte, oder bei der Bearbeitung, ich weiß es nicht mehr. Wir haben ja hier das Ding gedreht. Und zwar weiß ich noch, oder habe ich dann halt gesehen, jetzt ist ja die Tür hinten, die ist ja verschlossen. Ja, so. Oh, kann ich hier runter? Schade, nee, kann nur weggehen. Gut. Und zwar habe ich gesehen, als wir hier vorstanden, nämlich noch, als ich es gedreht habe, da war nämlich da eine Tür. Logisch, das ist ja, wenn wir jetzt hier weiter drehen, dann kommt die hier als unsere Eingangstür und die hier ist dann. Toll, jetzt zeige ich wieder mit dem Mauszeiger. Egal, die hier vorne ist natürlich dann. Links. Da war hier eine Tür. Es ist scheiße. Wenn man einen Mauszeiger hat, dann zeigt man alles mit dem Mauszeiger an. Egal. Also dann war unsere Eingangstür links vorne, hatte ich gesehen. Und die rechte Tür hinten war unsere Eingangstür. Und jetzt drehen wir einfach mal zurück, weil vielleicht kommen wir dann da hinten lang, wo ja der Stecken ist. Wo ich vorhin gesagt, ach, wisst ihr? Ist egal. Wir drehen einfach mal. Hier nochmal durchschauen. Ich finde das immer noch sehr interessant, wenn es hier fertig geladen. Kann ich hier? Ach nee, da kann ich nur weg. Okay. Ob man hier doch noch irgendwas Interessantes sieht? Vielleicht hier das Zeichen? Wahrscheinlich nicht, ne? Das ist ja in der Mitte einfach nur. Es wird auch noch was zu bedeuten haben. Schätze ich mal, sonst wären die Gucklöcher nicht. Das ist irgendwie komisch sonst. Vielleicht, wenn wir die Kugellöcher dann von der anderen Seite uns anschauen, vielleicht. Ah, da war auch nur ein Kuckloch. Wenn ich jetzt. Als ich hier, das war unser Start, ja. Und haben wir gedreht und da kamen zwei Kugellöcher und da ist nur eins. Spannend, spannend, spannend. Genau. Da ist jetzt die Tür. Das meinte ich nämlich vorhin. Genau, und hier ist nämlich auch die Brücke, die ich drüben gesehen habe. Und da ist irgendein See oder so. Ich will immer dann da runter, weil da kommt immer der Mauszeiger nach unten. Es scheint aber, da können wir trotzdem nichts machen. Gucken wir uns nochmal das an. Es scheint nicht. Hat sich vielleicht jetzt hinten was verändert, wenn wir das hier jetzt gedreht haben? Was? Nochmal. Warte mal, ich bin gerade ein bisschen irritiert. Ach, nee.
Wo ging's denn hier? Hä? Ach, das war ja da hinten. Ich verlaufe mich jetzt schon wieder. Genau, mit Zippy Zip. Halt, 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 halt. Ich sollte wieder. Der Zip-Modus sollte ich vielleicht nicht unbedingt die ganze Zeit verwenden, dann werde ich wieder irritiert. Wir gehen jetzt nochmal hier rein. Genau, ich habe gerade gedacht, die Räume lagen bei dem anderen hinten. Und ich zeige schon wieder mit dem Mauszeiger hin und her, aber egal, muss ich mir vielleicht abgewöhnen. Vielleicht funktioniert es ja sogar. Jetzt gucken wir uns das hier trotzdem schon mal an, würde ich sagen. Weil wir wissen ja. Und ach genau, das wollte ich auch noch sagen. Ich werde jetzt versuchen. Wir können zwar schon mit diesem Reisegerät reisen auf diese andere Nebeninsel. Und da freue ich mich auch schon voll auf diese Fahrt. Aber ich möchte versuchen, erstmal so viel wie möglich hier auf der Hauptinsel zu bleiben. Weil hier gibt es ja doch viel zu tun. So, jetzt machen wir hier nochmal einmal diesen Hebel. Ah, dann geht das zu. Stimmt, den hatten wir ja aufgemacht. Ändert sich eigentlich was, wenn wir das jetzt zumachen und rübergehen? Nee, das ging dann wieder auf, ne? Wenn ich jetzt hier rausgehe, genau, dann geht die Tür schon wieder auf. Schauen wir gleich nochmal nach. Musik ist gerade ein bisschen laut, ich mache mal ein bisschen leiser. So, jetzt schauen wir nochmal. Nee, sie ist noch zu. Okay, gut. Ach, das hinten, das ist das Geräusch, dass der Käfig zugeht. Jetzt, hat klar, dann gehen wir doch jetzt mal rüber. Weil das letzte Mal war es ja offen. Ob sich jetzt hier irgendwas geändert hat. Ja, außer dass die Tür zu ist halt. Könnte ja sein, man weiß ja nicht. Wahrscheinlich finde ich gleich wieder meine Rückgangstür nicht mehr. Kommt man hier eigentlich irgendwie rein? Nein. Die Schlangen hatte ich natürlich ja auch immer schön rumgeklickt. Hier war übrigens nichts zum Klicken, Leute. Also das habe ich letztes Mal schon versucht. Nur habt ihr es halt nicht gesehen, Mauszeiger. Ich kann hier nochmal. Ich klicke schon wieder rum. Ja, es ist ja. Der scheint nur zu sein, dann einfach. Gut. Da war unsere Tür. Nochmal Zippy zurück. Ja, Zippy ist mal ein bisschen kritisch. Dann gehen wir hier nochmal rein. So, jetzt lassen wir die Tür nochmal einmal zu. Danke übrigens für euer Feedback, ne, Leute. Ach, ist das? Das ist ja unser Hubschrauber. Das ist unser Hubschrauber. Okay, dann setzen wir uns jetzt mal hier rein. Ich bin der König der Welt. Machen wir das Gerät zu und st Oh Gott. Ach so, halt. Warte mal, geht das hier? Scheint nicht so, ne, das Geräusch. Also ich kann es nicht ziehen. Nee. Ah, hier geht's erstmal zu. Okay. Wow. Ich fühle mich gerade ein bisschen gefangen. Kann ich hier gerade irgendwas machen? Nein. Jetzt geht's. Oh Gott. Oh, lass uns jetzt nicht irgendwie in die Vergangenheit reisen. Was passiert? Es passiert nichts. Es passiert nichts. Ich kann mich hier auch auf dem Sessel nicht umdrehen. Mach nochmal auf. Vielleicht müssen wir doch erst irgendwas reparieren oder so. Wir machen das jetzt hier nochmal einmal auf. Durch. Hat, die hat sich ja nichts verändert. Und jetzt setzen wir es nochmal rein. Machen wir mal zu. Ich meine, es muss ja was zu bedeuten haben, dass ich jetzt die auch hier von hier aus beobachten kann, beide. Diese beiden Dinger nochmal an. Und es passiert wieder nichts. Man hört zwar was. Aber kann man das jetzt hier auch nochmal auf. Ne, dann geht alles wieder zurück. Genau, habe ich mir schon gedacht. Ja, nee, dann können wir da jetzt trotzdem erstmal nochmal nichts mit anfangen. Kein Plan. Genau, du schließt dich ruhig mal wieder. Keine Ahnung. Halt, kann man.
dahinter gehen kann man nicht, ne? So, ja, ich gehe schon wieder zurück hier. Kann ich, ich kann ja nur dann, wenn ich jetzt dahin klicke oder da. Ihr seht natürlich wieder nichts, aber... kann man mich hier... Halt! Was ist hier oben? Ach, das war ja das Ding von dem, von Käfig. Nee, scheint nicht so. Ich komme nicht dahinter. Ich kann mich dann nur hinhocken. Okay. Nochmal raus. Ich glaube, wir müssen langsam mit unserem Gerät fahren. Weil irgendwie wüsste ich nicht mehr, was ich hier noch tun kann, gerade im Moment. Hinten ging nichts, da ging nichts. Ja. Also fahren wir wohl doch jetzt, Leute. Sonst fällt mir gerade nichts ein. Warum kann man eigentlich hier die Tür schließen? Was wir im ersten Part gemacht haben. Alles sehr merkwürdig. Das, genau, das Fluggerät steht ja noch hier. Aber halt, auf dem blauen, da war doch... lass mich mal kurz nachdenken. Hatten wir nicht da das Fluggerät schon drauf gesehen, hier das Bild? Oder war das sogar, ist noch irgendwo anders noch so eine Hubschrauber halt? Was ist denn, wenn ich hier nochmal draufklicke? Fährt der dann alleine wieder weg? Nein. Ja. Wir können 100... Doch, wir können damit fahren. Klar, der kam ja auch an. Ja, ich weiß nicht, was ich tun muss. Ah. Oh Gott, ich freue mich so, Leute. Ja, Abmarsch, ne? Wo, wie mache ich das jetzt? Hier. Volle Fahrt voraus. Oh Gott, hier Achterbahn. Oh Gott, ich hoffe, es hält alles. Vielleicht können wir hier noch... Oh, wow, wow. Ganz ohne Rätsel. Ich kann es kaum glauben. Was ist denn hier eigentlich für ein Knopf? Ach, der ist draußen. Kann ich gar nicht drücken. Okay. Kann man eigentlich auch in die andere Seite sich drehen? Nein, kann man nicht. Oder wenn ich mich da hinsetze und da noch... Nein. Okay. Überall so blaue Knüppel. Knüppchen. Ich habe gerade ein bisschen Angst. Mhm. Das sieht aus wie ein Saturn. Ihr könnt es mir nicht sehen. Geradeaus vor uns sieht es aus, als wäre da ein Saturn. In der Felswand. Da gehen wir jetzt auch nochmal hin. Den meinte ich, genau. What? Ja, genau. Oh Gott. Ich. Mal gucken, wie sah das aus? Aha. Ich werde es mir jetzt gerade nicht aufschreiben. Aber ich werde es mir merken und werde es bei einer Bearbeitung aufschreiben. Und ich muss mich mal ganz kurz anders hinsetzen. Es kann sein, dass der Part hier doch heute nochmal wieder ein bisschen länger wird. Wegen meiner langen Ankündigungsgedöns-Zeugs. Kann ich darüber? Nein, kann ich nicht. Siehst du, war gut, dass ich dieses Knöpfchen gesehen habe. Haben wir noch ein Knöpfchen irgendwo? Nein.